Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloody und Space Engineers. Hi. Ja, heute fange ich mal mit einer Kleinigkeit an, und zwar Kommentare. Beziehungsweise ein Kommentar, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da ist nämlich einiges Wahres drin. Und zwar von Offseasat 1963. Verstehe immer noch nicht, warum man am Länder rumbasteln muss. Ist absolut sinnfrei. In der Zeit kann man schon eine gute erste Base bauen. Stimmt wirklich. Also man könnte jetzt hier eine super Base bauen. Jetzt kommen aber meine zwei Faktoren dazu. Erstens, im neuen Survival-Modus hat man kein Uran mehr auf Planeten. Daher ist man auf Strom und ja, die Erzeugung von Strom angewiesen. Sprich Windturbinen, Solar oder die neuen nee, nicht Oxygen, falsch, Hydrogen-Engines. Und ja, in der Nähe hier hinten haben wir irgendwo ein Eisfeld und deswegen will ich hier keine Base hinbauen, weil es bringt mir noch nichts. Ich will, wenn dann, zum Eisfeld und dort meine Basis aufbauen. So habe ich den Weg zum Farm nicht so weit. Und ja, das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, ich weiß nicht, direkt eine Base bauen, das habe ich früher immer gemacht. Egal, wo man gelandet ist oder beziehungsweise mit dem Lander. Früher konnte man ja wenigstens ein bisschen umherfliegen, sich die Gegend schon mal angucken, einen schönen Spot suchen. Aber jetzt ist man darauf angewiesen, man fällt vom Himmel, hopp, ist hier, muss damit klarkommen, was man hat. Und dieser Lander ist ja schon zum Großteil flugfähig. Von daher mache ich das lieber so rum. Jeder hat da seine Variante, kann jeder machen, wie er will. Nur ich habe hier einen anderen Plan. Okay, das dazu. Und vielen Dank für deinen Kommentar. Hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil du hast schon recht. Es ist absolut sinnfrei. Außer man hat einen anderen Sinn im Kopf. Gut. Wir sind stehen geblieben, genau. Umgebaut, Sitz nach vorne. Ich habe den gestern noch ein bisschen manipuliert, hätte ich beinahe gesagt. Nein. Modifiziert. Und zwar habe ich von hier vorne die Remote Control nach hinten gesetzt. Habe die Parachutes wieder eingebaut, weil die will ich dann doch wieder haben. Und habe den Container rumgedreht. Der Sitz hier vorne habe ich einfach nur ein bisschen was drumherum gemacht. Ja. Mehr habe ich nicht getan. Gut, dann geht's heute mal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, wir brauchen auf jeden Fall Triebwerke. Und ich brauche gerade ein bisschen Energie. Ja. Ach, Mist. Ich habe eben noch eine Kleinigkeit überlegt gehabt. Aber das werde ich jetzt hier nicht machen. Übrigens, wieder was vergessen. Seht ihr das da? Das habe ich gestern gar nicht aktiviert gehabt. Wir sind hier nämlich nicht in dem Let's Play, was ich auf dem Rechner gestartet hatte, im normalen. Ich habe zwar gesagt, ich habe die kompletten Einstellungen übernommen, das stimmt auch. Allerdings ist das hier das Szenario Never Surrender. Also gib niemals auf. Und mein Ziel ist es, da hinten hinzukommen. Und auf dem Weg dahin können uns ein paar Überraschungen kommen. Je weiter ich da rankomme, je weiter ich fortgeschritten bin, umso mehr Feinde spawnen dann auch. Also ein bisschen Herausforderung. Habe ich gestern ganz vergessen zu erwähnen. So, hier machen wir das mal weg. Damit ich da rankomme. Jawohl. Hier, die kommen weg. Ja, ich habe auch den Sound in-game ein bisschen leiser gemacht. Mir ist nämlich bei den Aufnahmen bzw. bei der Nachbearbeitung aufgefallen, die brüllen einen ganz schön an. Aber so ist es ja immer bei Space Engineers. Gut, den hier können wir noch ein bisschen tiefer rein, oder? Ja. Okay. Den Block lassen wir. Da kommen die Triebwerke rein. Will schon ein bisschen platzsparend bauen. Und es soll ja auch ein bisschen hübscher sein. So, hier vorne. Da komme ich natürlich dann nicht mehr da dran.
Ich habe nur hier diesen kleinen Eingang, aber da kriegt man, glaube ich, nicht jedes Material rein oder raus. Kriegen wir da nicht noch irgendwo anderen Platz hin? Nach vorne auf jeden Fall ein Triebwerk zum Bremsen. Können wir die hier dran machen? Bisschen tiefer, obwohl. Nee, lieber nicht. Patschen wir die hier an die Seite. Das geht. Gut. Dürfen sie denn schon bauen? Das ist die bessere Frage. Ach, Allblocks, ich war schon richtig. Ja, dürfen wir. Brauche ich dazu? Wahrscheinlich Stahlplatten. Hab doch hier im Sitz alles deponiert gehabt. Ah ne, da hatte ich nur die Metal Grid, die brauche ich auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal. Wir fangen erstmal mit den seitlichen an. Ah, kriege ich da den? Ja, den darf ich da hinsetzen. Und hier auch noch. Ah. Und dich da rein, bitte. Ja. Jetzt haben wir links, rechts, vor. Brauchen wir noch zurück. Das wäre mir schon fast lieber, wenn ich den auch da oben reinmache. Einfach für die Symmetrie. Dann machen wir auch. Ja, notfalls kann ich den hier hinten auch noch wegnehmen. Na komm. Will ganz vorsichtig sein. Nicht, dass ich hier irgendwas kaputt mache. So. Jetzt die neuen. So, und zwar. Nee, da ist mein Kopf. Hoffentlich brutzelt er mir nicht die Rübe ab, wenn ich da sitze. Nee, das sollte eigentlich nicht passieren. Gut. Brauchen wir. Stahlplatten sind drin. Stahlplatten drin. Auch. Und Metal Grid auch. Ah, da verließen sie ihn mit Stahlplatten. Oh, ey. So, da war ja so ein bisschen gesammeltes Material drin. Nehmen wir einfach mal mit, was wir tragen können. Wir werden es brauchen. Und wahrscheinlich muss ich noch Motoren nacharbeiten. Nachproduzieren. Large Steel Tube. Ah, das war ja die Geschichte. Okay. Okay. Plan für den Eimer. Okay. Was fehlt denn hier? Construction Components. Okay. Gut. Bohren wir ein Loch. Immer gucken, dass man bergab das Loch anfängt, dass wenn man bergauf bohrt, nicht einem die ganzen Steine wegrollen. Erstmal mit einem normalen Loch an. Los. Ich werde das Steinfarmen jetzt einfach mal so ein bisschen überspringen für euch. Bis gleich. Okay. Da bin ich wieder. Kleines Loch gebohrt. Und jetzt sollten wir. Das waren jetzt ungefähr 5 oder 6 Uhren. Sollte erstmal lang. Da unten liegt ja noch ein bisschen was drin. Sammeln wir drauf. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal denke, jeder Stein ist wichtig in SE. Naja, so ändern sich die Dinge. So, Lektüre. Ups. Ja. Sollte erst mal reichen. Gut. Allerdings. Tja. Jetzt kommt wieder das Thema vom Kommentar. Wir müssen eine Mini-Basis bauen. Wie bitte? Oh, Energy. Okay. We need Steel Plates, ja. Da ist was dran. Ja, in diesem Szenario ist der Godbot aktiv. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo in den Configs ändern kann. Dann halt so. Kann ich das.
kann nur links, rechts rennen, aber nicht mehr in der Höhe variieren, dass ich sagen kann, ein bisschen tiefer. Schade. Ja, komm. Bauen wir es halt hier hin. So. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Das sollte eigentlich immer eine ganz ordentliche Größe sein. Dann brauchen wir Wind. Ja, Wind eher höher. Gut. Dann sieben. Ah, da brauche ich die Interior Plates. Oh, jetzt sollte ich aber wirklich mal Strom. Denn ich kann keine großen Steel Tubes bauen. Ist ein bisschen doof, deswegen muss ich diesen Advanced, nee, Basic Refinery, nee, Assembler, jetzt habe ich es aber, die muss ich bauen, damit ich mir große Stahlrohre herstellen kann, um dann die Triebwerke herzustellen. Dann wird der ganze Käse wieder abgebaut, eingeräumt und weggeflogen. Oder ich mache direkt was anderes, dann kann ich es nämlich mitnehmen. Das sollte doch eigentlich gehen. Nee, natürlich jetzt nicht mehr, weil ich hier oben drauf das Triebwerk gesetzt habe, aber das ist noch nicht fertig. Leute, ich plane öfter gerne mal was um. Das sind so Kurzschlussideen. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Langzeitplanung ist nicht mein Ding. Beziehungsweise ich plane auf lange Zeit, aber mal gucken, wo jetzt der Knackpunkt kommt, wo ich nicht mehr weiterkomme mit der Idee, die ich habe. Und zwar, ich werde jetzt hier oben drauf einen Motor setzen. Irgendwie unten drunter waren doch Verrohrungen. Ja, hier. Ein Parachute, der kommt mal weg. So, da ist doch ein Rohr. Wunderbar. Darf ich die denn überhaupt schon bauen? Ja. Darf ich. So, Triebwerke erstmal raus. Einmal rum. Dann sind wir in der Höhe. Ja, die Antenne, und das ist eigentlich weit genug weg. Gut, gucken wir mal. Ein Gyroscope. Darf ich zwar bauen, aber keine Motoren. Oder Motoren. Was bauen wir denn dazu? Was ist denn eine Batterie? Muss echt eine Batterie gebaut haben? Die hängen an. Basic Assembler. Alles klar. Seht ihr? Und so schnell ist der Plan auch mal wieder weg. Aber macht nichts. Ist schon vorbereitet. Das mache ich dann nachher. Man muss das ja auch ein bisschen erstmal testen. Packen wir trotzdem aber erstmal das Triebwerk wieder drauf. Nicht, dass ich es nachher wieder vergesse. So. Und das. Ach. Ui, ey. Ein großes. Wisst ihr, was mache ich hier unten dran? Oh, Bremstriebwerk. Und ich glaube, wir brauchen ja sogar noch ein Triebwerk nach oben. Darf ich das hier hinten dran machen? Oh, sehr schön. Gut. Dann geht's da drüben weiter. Ein Basic Assembler. Basic Assembler. Welche Anschlüsse hat der? Oben. Oh, nur einen. Okay. Okay, gut zu wissen. Stellen wir den so hier hin. Genau, Interior Plates wollte ich ja eigentlich holen. Weil ohne Strom läuft da nichts. Komm, nehmen wir mit, was wir haben. Ups, beinahe gestorben. Zack, das da oben drauf. Mit Strom fängt nämlich alles an. So, Interior Blades, Computer, Motoren.
Construction Components und Griller. Okay. Dann produzier du mir doch mal diese Sachen. Ja. Motoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von denen bitte 40. Ich glaube, davon brauche ich nochmal 10. Critter, wie viel waren das? 28. 1, 2, 6, 7. Oh, naja. Auf den einen, egal. Lang denn, wenn die ganzen Sachen. Er sagt jetzt. Ah, ne, Stein fehlt. Das ist aber wegen dem hier. Oh, kann er alle produzieren. Wunderbar. Was brauchst du denn? Stahlplatten, jede Menge. Construction Components, jede Menge. 10 Motoren. Displays, 4 Stück. Kann ich noch eins einstecken? Gucken wir mal rein, was geht. Aha. Ja, dann 3 Displays. 19 Stahlplatten. Drei. Und 1, 2. Ich glaube, das war's. Gucken wir mal. So, Inventar, die nehmen wir schon mal mit. Die Motoren nehmen wir mit. Router nehmen wir mit. Oh, fehlen da noch 4 Interior Blades. Produktion, Interior Blades 1, 2, 3, 4. Motoren brauchen wir doch dann auch wieder 10 Stück für den Assembler. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ah, Interior Blades hätte ich gar nicht gebraucht. Produziert wohl schon Strom. Cool. Oh, 80 Computer sind's. Eieiei. Gut. Dann hier erstmal die Displays. Produktion. Nee. Nein, du nicht. Computer. So, 3. 6, 7. Ich glaube, da habe ich ja schon drin. Inventory. Motorchen nehmen wir noch gerade mit. Stahlplättchen. Die nehmen wir einfach mit. So, kriegen wir hier noch was rein? Jawohl. Ist sie komplett fertig. Ah, Construct. Oh, das brauche ich auch noch. Ich glaube, ich werde gleich nochmal bohren müssen. Hopp, hier. Wieder. Aktion. Construction Components. Ja, er sagt jetzt schon, Eisen fehlt. Dann werden wir jetzt nochmal bohren müssen. Also eine Fuhre. Sollte lang. Beziehungsweise, es langt jetzt, um das fertig zu bauen, aber ich will ja dann weiterbauen. Ich denke mal, die großen Stahlrohre brauchen auch noch ein bisschen was an Eisen. Wenn du nicht so groß in der Mitte, dann machen wir hier mal ein Wäffelchen hin. Oh. Finde ich so schöner. Brauche ich nämlich nur auf eine Stelle gucken. Jo. Perfekt. Wegen einem Stein. Oh. Da rein, holen wir das eine Steinchen noch. Jedes Gramm zählt. Achso. Okay. In der Version. Produktion ist noch dabei. Ja, jetzt haben wir auch wieder ein Eisen.
So, die nehmen wir mal mit. Die Computer nehmen wir mit. Oh, jetzt fehlen noch die Construction Components. Packen wir wieder da rein. Die auch. Kommen noch. So, da. 16. Ja, das warten wir gerade mal ab. Ja, ich könnte es auch mit dem Doppelklick machen, aber so bin ich mir sicher, dass ich es mitgenommen habe. Nicht, dass mein Inventar voll ist. Kann jetzt noch nicht. Ich weiß, aber packen wir mal da hoch. Na? Ja, der auch fertig. Energy low. Ja, Energy und Luft. Dann kommt jetzt erstmal Luft. Ach so, beides. Man sollte schon weiter hingucken. Gut, Assembler. Aha, sehr schön. Large Steel Tubes. Was braucht so ein Triebwerk? Eine. Eins, zwei, vier, fünf. Geben die schon mal in Auftrag. Wir haben noch keine Ressourcen drin. Nur mal wissen, 50 Eisen. Oh, 52 Eisen. Geht gerade auf, und 1, 2, 3, wunderbar. Zack. Machen wir die doch schon mal überall rein. Construction Components. Okay. Verstehe. Oh, hier haben wir da. Hier, wunderbar. So, haben wir auch. Dich haben wir auch. Und dich haben wir auch. Gut. Was ist mit dir? Was fehlt denn bei dir eigentlich alles? Construction Components. Steel Plates. Da haben wir noch 10. Ein Motor. Das ist doch schon wieder doof. So, erstmal reinhauen, was geht. Ein paar Stahlplättchen noch. So, wir bräuchten jetzt Eisen 570 und Nickel. Nickel sollten wir allerdings haben. Lithium. Oh, Nickel könnte auch fast zu wenig werden. Gut. Ab ins Loch. Weiterbohren. Ja, und so geht es jetzt alles weiter. Am Anfang muss man kleine Brötchen backen. Bis man dann sein Bohrschiff hat oder sowas. Oder. Oh, das ist natürlich auch eine Idee. Direkt einen großen Bohrer mit Kolben an die Basis. Der einfach nur ein Loch nach unten bohrt. Und das Zeug dann direkt ins Survival-Kit packt. Weil ich glaube, der Basic, die Basic Refinery kann, macht aus Stein schon wieder nur Gravel, also Schotter. Glaube ich. Glaube ich, ich weiß. So. Die Produktion. Fängt dann schon an. Ja, okay, gut. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass der selber. Was ist das denn? Dass der selber an guckt, was kann er herstellen, was nicht. Und dann. Ja, umswitcht. Erst die Ressourcen, dann das, was man verarbeiten kann. Finde ich cool. Finde ich cool. Früher musste man da extra Skripte und sowas benutzen. Was mittlerweile nicht mehr nötig ist. In diesem Fall. Na, komm, rutscht mal alles hier zusammen. Ey, ihr schwebt. Ach so, ja.
Die Anziehungskraft ist hier so gering, dass es so langsam fällt. Ja. Stein, 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 Stein. Und wieder beim letzten. Wunderbar. Da. Stein. Zack. Ich glaube, da müssen wir aber noch eine Fuhre holen. Hilft nichts. Ja, bohren, das ist so langweilig. Aber gehört halt dazu. Eigentlich ist die Hauptherausforderung ja nicht unbedingt das Bohren, sondern wie man sich das Bohren später erleichtern kann. Und? Jawohl. Ich habe schon mal wieder ein Häubchen gebildet. Wer kommt her? Her. Du. Okay. Ist das alles, was wir in Eisen? Ach so, der haut ja hier auch die, in der Produktion die Sachen auch wieder weg. Ich dachte gerade, der hätte so wenig Eisen daraus geholt. Langt's denn in der Produktion? Eisen fehlt immer noch 396. 80. Das fehlt auf jeden Fall. Das fehlt. Nickel fehlt auch noch. Eieiei. Ja gut, dann hätten wir hier sogar einen Start. Was für eine Basis. Loch ist schon mal ausgehoben. Vielleicht wäre auch mal ein besserer Bohrer angebracht, aber dazu brauchen wir wahrscheinlich Silber etc. Braucht die andere Raffinerie. Soweit will ich ja gar nicht gehen. Wenn mich erstmal nur bewegen können. Immer entlang gehen. Verdammt schön machen. Ist das denn? Es fliegt mir eine Mücke vom Gesicht rum. Eieiei. Tach, erwischt. Beim ersten Mal. Ah. Killer. Eisen, ich gehe mal kurz von unten hin. Passt nämlich mehr hier rein. Gut. Ein bisschen nach unten bohren. Ich glaube, da kommen mehr Steine raus, wenn man in diesem festen Bereich arbeitet. Das ist natürlich schön. Ja, immer noch nicht. Gut. Machen wir hier noch ein bisschen Felsen weg. Ja, wo ist mein Sound hin? Ich hoffe, das langt jetzt erstmal. Ich meine, ich habe jetzt noch ein paar Steine unten im Loch liegen. Die hole ich jetzt noch. Jetzt in der Folge ein bisschen weitergekommen bin ich ja. Bin schon froh, ich habe hier eine Mini-Mini-Mini-Base, eine Sampler, Strom und meine Triebwerke. Da rein. Und die Produktion sagt, Eisen fehlt immer noch. Ernsthaft? Aber er produziert ja gerade Eisen. Jetzt haben wir auch genug Eisen. Wunderbar.
Okay, dann hat mich gefreut, wenn ihr zugeschaut habt. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.